So, wir sind wieder zurück hier mit der Live-Action aus Monza, hier mit dem Avia, mit den Avia und Ellip 6 SRD GT1 Cup hier, sponsert bei Avia und Ellip 6, so ist es eigentlich richtig. Ja, wir sind jetzt hier in dem Warm-Up, das Qualifying hat stattgefunden, es ist auch nur ein Grid zusammengekommen heute, also wir sind eigentlich von den Anmeldezahlen. Ja, es waren so, glaube ich, so knapp an die 60 Anmeldungen und sind aber leider Gottes nur, in Anführungsstrichen nur, ne? Wir wollen uns ja nicht beklagen hier, aber sind eben halt, ist nur ein Grid zusammengekommen. Sind, glaube ich, maximal, was war das? Wir haben jetzt 40 Fahrzeuge momentan auf der Strecke. 46 sind ja, glaube ich, können wir hier, glaube ich, maximal, ja. Genau. Ja, also das nur mal so zum so am Rande hier zu dieser Geschichte. Und ja, wird also in wenigen Sekunden losgehen. Ihr seht es ja noch 37 Sekunden hier und dann geht es hier los, feuerfrei in Monza mit dem GT1 Cup. Das ist der erste, das erste Rennen in dem GT1 Cup. Ihr könnt euch dann natürlich auch alle noch anmelden bei simracing-deutschland.de. Dort findet ihr dann dementsprechend Informationen im Forum. Da ist extra ein Thread eingerichtet, meldet euch da einfach an und das nächste Rennen ist in Daytona, nächste Woche schon. Und das wird bei Nacht stattfinden, also es wird eine Nachtrennen und da werden wir nicht streamen, da bin ich selber auch mit am Start, beziehungsweise es steht noch im Raum, es könnte durchaus sogar noch eine Möglichkeit geben, dass wir... Ja, danke für den Hinweis. Wir wollen natürlich auch ein Live-Bild sehen. Sorry. So, da haben wir's. Wir wollen natürlich versuchen, da auch einen Stream hinzubekommen. Es sieht so aus, als würde der Alvin einen Stream machen und der sucht jetzt noch einen Co-Kommentator. Ich weiß ja nicht, ob der Didi nächste Woche Lust hat. Vielleicht klappt das ja. Der Didi würde sich nämlich da, der Alvin würde sich da ein Loch im Bauch freuen. Wie gesagt, Michael, also ihr wisst, was ich verlange, ja? Sascha? Also ja, du könntest uns natürlich mal richtig runtermachen, ne? Weil ich weiß ja nicht, ob Sascha auch mitfährt, aber du könntest uns natürlich mal richtig runtermachen. So, jetzt sind wir aber hier erstmal im Rennen und wir wollen jetzt hier nochmal ganz kurz, ja, das Grid stimmt natürlich vorne und hinten nicht, weil wir hier nämlich das, mal gerade gucken, ob ich das hier noch reinkriege. Jetzt dürfte das... gleich passen. Ich will es gleich nochmal neu durchstarten. So, wir sind ja jetzt hier noch in der Startaufstellung. Also von vorne weg fährt Alexander Voss auf 1, auf 2 Angelo Michel, auf 2 Nils Koch, auf 4 Tobias Soltau, auf 5 haben wir Christian Frank, auf 6 Tom Valentini, auf 7 Carsten Filmer, auf 8 haben wir Justin Hoppe, auf 9 Henry Groß, auf 10 haben wir Patrick Pichler, auf 11 startet Christian Kiewit, auf 12 Andreas Eimansberger, auf 13 Sebastian Schmitz, auf 14 Patrick Wolf, auf 15 Alexander Horst, auf 16 Michael Uribe Romero, auf 17 Rico Cimisch, auf 18 Gunnar Miesen, auf 19 Michael Schellbach, auf 20 Daniel Makaos. Dann geht es weiter hier mit 21 Ulf Truschkart, auf 22 Steff Buchheim, auf 23 Ronny Fantini, auf 24 Pavel Rybak, auf 25 John Atkinson Jr., auf 26 Roland Vera, auf 27 Marco Holtermann, auf 28 Oliver Scharlach, auf 29 Jens Jakob, auf 30 Frank Förding. Dann geht es weiter mit der Position 31 Marcel Jelenowski, auf 32 Lars Konrad, 33 Sascha Landgraf, 34 Luca Borngesser, auf 35 Michael Beuster-Waurich, auf 36 Gustav Dobry, auf 37 Roger Noack, auf 38 Uwe Lenger, 39 Klaus Förding und auf 40 Björn Eisbach. Das war's und jetzt geht's hier gleich ins Rennen. Wir haben schon gerade gesehen, da hat sich irgendjemand hinten weggedreht. Ja, ein Aston Martin. Ihr habt das, glaube ich, auch gerade gesehen. So, Safety Car ist jetzt reingefahren, befinden uns jetzt hier auf der Startzielgeraden und los geht's! Oh, das Feld geht hier jetzt auf die erste Schikane zu, bis jetzt sieht noch alles gut aus, ist natürlich nicht ganz einfach da zu zweit durchzugehen.
hoffe mal, dass wir da jetzt gleich im Hinterfeld ein paar Bilder noch einfangen, wie das da hinten aussieht. Vorne scheint sich das alles so ein bisschen sortiert zu haben. So, da ist auch alles im grünen Bereich. Wir haben aber schon drei Ausfälle, sehe ich gerade. Uwe ja. Länger, Björn Eisbach, am Förding. Da geht es jetzt auch schon hastig weiter. Hat es nochmal gekracht, gerade eben. Ganz nur noch schwer zu sehen, das war in der... Alexander Voss ist raus. Was ist da passiert? Nee, ist wieder dabei, oder? Ich war alles momentan gar nicht mit bei so viel Fahrzeugen. Ich habe hier in der Zeitenliste, hier geht es gerade ein bisschen drunter und drüber hier. Ja. Die Daten werden teilweise nur unterbrochen geliefert, deswegen kriege ich immer einen Schreck, wenn dann eben halt so viele Leute dann weiß angezeigt werden in der Liste. Aber es scheint wohl eher ein Übertragungsproblem zu sein momentan. Aber was mir ganz sicher ist, ist, dass der Alexander Voss in Führung liegt, aber er leckt ständig. Ja, blinkt ab und zu, ja. Blinkt ab und zu, jetzt einmal, man hat das gesehen, also vor der Parabolika, zwei, drei Mal in der... Da sind aber, glaube ich, zwei Teamkollegen hinter ihm, die kennen das wahrscheinlich schon, lassen ihn da erstmal in Ruhe vorne wegfahren. Die schotten ihn jetzt so mehr oder weniger ein bisschen ab. Alexander Voss ist ja jetzt auch in dieser Road Warriors gefahren, sind, glaube ich, weiß jetzt gar nicht, wo die gelandet sind, Platz 4 oder sowas ähnliches, beiden mit den HPDs, wenn ich mich nicht irre, sind unterwegs gewesen. Also die sind auch immer richtig gut unterwegs. Das Feld sieht aber soweit ganz ordentlich aus. Also bis jetzt scheint es noch alles recht sauber abzulaufen hier. Aber die Ausfälle, die können wir jetzt natürlich leider nicht mehr auflösen. Da fehlt mir jetzt... die Information, obwohl ich da immer noch sehe, dass da Daten geschickt werden. Das kann jetzt an der Anbindung liegen zum iRacing-Server. Deswegen mal ein bisschen Nachsicht. Was ich jetzt gerade sehe, ist, dass vorne die Zeiten mit Tom Valentini und der Tobias Solter ein bisschen herflimmern und der Voss, der Alexander Voss, jetzt zurückgereicht wird. Entweder ist der Alexander Voss jetzt wirklich ausgestiegen oder das TV-Oberlee spielt uns da einen Streich momentan. Ich sehe ja Solter auch so. Ganz weit zurück. Jetzt haben wir das drin. Jetzt haben wir die richtige. Da haben wir einen Ausritt und Unfälle. Unfälle. Nummer 27, der Mayol Uribe Romero ist da gestanden. Ja. Steht noch immer da und hat jetzt mehr oder weniger gecancelt. Dann haben wir da ganz rechts vorn haben wir einen Fahrer stehen, Aston Martin in Blau. Wollen wir gerade mal gucken, ob deformiert. Wir das noch einfangen können hier. Versuch's gerade mal einzufangen noch, ob wir das noch hinkriegen, weiß ich jetzt nicht genau. Ich hoffe es mal. Ah, da hat er, glaube ich, gerade schon gestanden. Ein Stück zurück. Feuer frei. Gerade gesehen, wir haben das falsche Replay-Video da drin. Oh Mann. So, aber egal. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das noch ausfindig machen können, was da passiert ist. Und natürlich muss man auch sagen, also hinterm Romero, Aston Martin, der relativ langsam vorder, ist natürlich bei den GT1 mit diesem Mörder viel WS und mit diesem irrsinnig großen Fahrerfeld gerade in den zwei letzten Kurven 4 und 5, wo doch ziemlich verzögert wird, ist natürlich schon ein ganz schönes Stück Arbeit, dass man da wirklich heil durchkommt. Vor allem bei der zweiten Lesmo, die so einen ganz leichten Knick in den hat. Ja, also ich sehe jetzt gerade hier, Wheelspin hat es da gegeben beim Michael und dann hat er sich da weggedreht auf dem Curb, ein bisschen Wheelspin bekommen. Sorry, dass ich da gerade unterbrochen habe. Ja, so, jetzt müssen wir mal gerade gucken hier, so ein bisschen durchs Feld switchen. Sascha, sagt mir es noch ganz kurz, wie ich bei mir im Watch-Modus aufs Vollbild schalten kann beim iRacing, weil ich immer unten die Kameras drin. Base. Okay. So, ja, wir sehen hier, tun sich schon so ein paar Lücken auf. Da ist jetzt hier das Verfolgerfeld hier mit Lars Konrad vorne weg, dahinter war es gerade ziemlich eng zwischen John Atkinson Jr. und Roland Vera. Wir sind da gerade zu zweit durch die Schikane durchgegangen. Hier sieht man auch im Exit von dieser Schikane
Da kann man sich so ein bisschen raustragen lassen, also da passiert nichts. So, hier wird es jetzt auch wieder ein bisschen enger, da geht man fast Parabolika. Zu zweit. Ja, genau. Ist aber da hinten die Stelle, Michael, die du, beschrieben hast, an der der Ayrton Senna oder der Gerhard Berger schwer verunglückt sind. Bei der Variante Ascari, noch dieser ganze Kanne. Genau. Tödliche Unfälle, auch der Gerhard Ratzenberger, Österreicher, der damals tödlich verunglückt, Genickbruch. Nee, das war ja Imola. Imola. Ja, passt ja fast, aber ein bisschen. Das war Imola. Ja, genau. Nee, ich weiß jetzt gar nicht, was hier für schwere Unfälle passiert sind. Genau, da auch wieder weit rausgegangen gerade. Was ist das gewesen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich könnte die schweren Unfälle sagen, aber in Anbetracht der momentanen fahrerischen Lage spare ich mir das für ein bisschen später auf. Ja, genau. Ich habe gerade meine Festplatten eingeladen. Und man sieht trotzdem schon einige sehr deformierte Autos jetzt auch, da in Sascha Landgraf, links vorne, der Wagen schon etwas eingebeult. Also man weiß momentan, weiß ich gar nicht so richtig, wo man hinschalten soll. Also es geht hier überall im Feld super eng zu. Ich sehe aber auch mit Erschrecken, dass wir hier einige Ausfälle wohl schon haben. Ja, drei Leute sind auf jeden Fall schon draußen. Genau. Oh, da hinten ist auch gerade wieder jemand abgeflogen. Uiuiuiui. Wer ist das gerade? Ich glaube, Roland Vera ist das. Genau. Mal schauen, ob wir das hier gleich schnell mal einblenden können. Und man sieht deutlich, dass die ganzen Langstrecken-Freaks, die wirklich 2 bis 6 und 12 Stunden Rennen fahren, dass bei denen auch der Gasfuß und das Lenker doch um einiges mehr juckt, wenn es gerade mal eine Stunde geht mit 40 Fahrern. Ja. Also hier sehen wir jetzt gerade, sorry, dass ich jetzt hier gerade unterbreche. Das war direkter Zweikampf, da wollte man gerade so ein bisschen zu zweit durch die Schikane. Das hat natürlich nicht so richtig funktioniert zwischen Oliver Scharlach und dem Roland Vera. Da sind beide wohl auch stärker beschädigt, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, wir sind jetzt hier erstmal wieder live dabei. Wir schauen mal nach vorne, wie es da jetzt aussieht. Alexander Voss nach wie vor vorne weg hier mit im Gepäck seinen Teamkollegen Nils Koch und dahinter leicht kleine Lücke von 1,7 Sekunden. Dann wieder zum Angelo Michel hier auf Platz 3 momentan und der wiederum wird verfolgt von Tobias Soltau hier, der über das Team SimSync Pro fährt. Schönen Gruß auch nochmal an das SimSync Pro Team. Kennen wir ja auch noch sehr gut von früher mit den beiden Chefes Achim Enbach und Achim Pulitzer. Hier sind wir jetzt eventuell ein Überholmanöver kommen von Sebastian Schmidt. Schmitz, der jetzt gerade zum Überholen ansetzt in der Parabolika. Er sitzt jetzt hier auf der Innenlinie, hat sich jetzt direkt neben seinen Widersacher gesetzt oder geschoben. Aber ich denke, dass man auf der Außenlinie ein bisschen mehr Schwung mitgenommen hat. Deswegen hat er jetzt hier die Nase ein bisschen voll. Nicht vorne, sondern vorne. sein Verfolger hat jetzt gleich die Nase voll. Ja, genau. Das ist nämlich der Andreas Almansberger, der hier dahinter unterwegs ist. Das war der Patrick Wolf, der hier. Nee, Andreas Almansberger war das, sorry. Beiden sind hier eng beieinander, ja, genau. Also witzig ist eben nachher vor dieses Skripte Frau Ripley-Level genau vor meinem Bild. Ich sehe genau gar nichts momentan. Dann musst du mal einfach diese beiden Pfeile anklicken, nach rechts, diese beiden im Control Panel einfach mal. Und somit hat sich Gustav Dobiri eben gerade an Luca Borngesser vorbeigefahren. Aber Luca Borngesser gibt auch noch nicht auf. Der sitzt dem Gustav Dobiri auch wieder im Nacken. 3 Zehntel in etwa. Ob da gleich nochmal ein Überholmanöver stattfindet. Hier ist es auch ziemlich eng gerade. Da müssen wir auch gerade mal reingucken. Da einfach war gerade jemand off-track. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das gewesen ist. Es könnte der Steff Buchheim gewesen sein.
22. Ich habe die Fahrzeuge natürlich. Gunnar Miesen. Ronny Fantini war das gerade, der da ein bisschen off-track war. Da, oh, da ist schon wieder ein Abflug. Huiuiuiui. Also ich sag ja, das sind, glaube ich, diese Probleme mit diesen. Muss man gerade mal gucken. Mit den Curbs. Ja, mit den Curbs. Das war das, glaube ich, gerade. Das war der Rico Cemisch. Der ist da, glaube ich, gerade übelst über diese Curbs gebollert. Und das geht also wirklich fix. So, aber wir gehen nochmal hier auf diesen Pulk hier. Das ist ja ein Wahnsinn. 5, 6 Autos hier, die hier ganz, ganz eng beieinander sind und direkt um die Position kämpfen. Da ist auch jemand gerade in die Box abgebogen. Also da scheint es wohl auch nochmal darum zu gehen, nachzutanken, sich vielleicht ein bisschen aus diesen ganzen Tumulten rauszubringen. Ich weiß jetzt nämlich nicht genau, wie viele Runden die Kollegen fahren können. Das habe ich leider nicht in Erfahrung bringen können vorher. Hätte ich vielleicht mal einen Long ranfahren sollen. Dann hätten wir diese Information jetzt auf jeden Fall. Aber lassen wir uns mal überraschen. Also das sieht auf jeden Fall so aus, als würden die auf jeden Fall einmal in die Pit müssen. Aber das kann jetzt natürlich auch bedingt dessen sein, dass es vielleicht auch ein, ja, eine Reparatur ist. Ne? Patrick Bichler und Oliver Schaller haben mittlerweile ja disconnected. Ja. Schön reingedriftet in die Kurve. Hui. Ja, da kann ich jetzt natürlich auch nichts zu sagen. Patrick Bichler, was da passiert ist, das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr rausfinden können. Man sieht aber auffällig viel Aston Martin fahren, gell, muss man sagen. Also und die Autos schauen aber klasse aus. Da die ganze Gruppe rund um Steff Buchheim, das ist schon. Und vor allem, man hat das Gefühl, dass wir die Autos ihre Speed hätten. Ja, haben die auch, wirklich. Also wir können ja gleich mal die Informationen einblenden. Dann sehen wir auch mal den Topspeed der Fahrer. Dann nehmen wir einfach jetzt mal hier die Verfolgung. Zwischen diesen beiden hier die Abstände, da sehen wir auch mal den Topspeed dann eingeblendet. Also nach circa 20 Runden kann man in etwa den Pits oder die Pitstops erwarten. Das wurde mir, danke an die Regie, die haben uns das eben gerade an Informationen nachgeliefert. Also man kann hier ungefähr so nach 20 Runden mit Pitstops rechnen. Okay. Die werden dann passieren. Für uns natürlich jetzt eine fast unmöglich zu auflösende Situation mit so vielen Autos. Wir müssten uns eigentlich gerne vorhin für bei den Fahrern entschuldigen, die hier weniger im Bild sind. Man kann sich bei einer Stunde im Prinzip nur gewisse Szenerien herauspicken und da mal ein bisschen draufbleiben. Ja, es ist eigentlich schier unmöglich. Man sieht dann. Ronny hat da gerade. Ronny Fantini ist da so ein bisschen ausgeschert und hat den Kollegen neben sich da völlig übersehen, glaube ich. Das muss der Steff Buchheim gewesen sein. Christian Kiewit und Steff Buchheim, ja? Ja, Steff Buchheim ist da. Aber der hat natürlich geistesgegenwärtig reagiert. Also wie der das so schnell mitbekommen hat, dass der da rüber gezackt ist. Das ist also, der fährt bestimmt mit Triple Screen, kann ich mir vorstellen, weil sonst kriegt man sowas bestimmt, kriegt man das eigentlich in der Regel erst dann mit, wenn es gekracht hat. Genau, ja. Also man kann in dem Fall jetzt sagen, beim Sender hat die Wurst zugeschlagen, ja. Ja. Ja, genau, so ungefähr. Genau. Ja, das ist hier schon ziemlich eng, aber wir wollen mal weiter durchs Feld schauen hier. Was haben wir denn da noch? Achso, ja, hier haben wir den Michael Riebe. Da geht es auch wieder zu zweit durch die Schikane durch. Also hier geht es wirklich überall richtig heiß her. Auch hier wieder 5 Fahrzeuge ganz, ganz eng beieinander. Hier der Fight zwischen Michael Riebe, Romero, Gustav Dobry hier noch mit dabei und Luca Borngesser. Kennen wir ja auch aus den SRD-Serien sehr gut. Corvette hat jetzt eben gerade schön mit dem Hinter gewackelt, aus der Schikane heraus, mit Michael Rübe am Steuer. Kommen wir hier in die S's rein. Genau, und jetzt, da diese komischen Würste, die da oben sind, diese schwarz-gelben, die sind natürlich mordsgefährlich. Ja, genau. Das meine ich. Das habe ich auch schon so vorweg gesagt. Das ist ziemlich gefährlich, auf jeden Fall. 45 Minuten haben wir jetzt noch zu fahren. Wir gucken mal auf den Topspeed hier. Was haben wir denn da am Start hier? Jetzt habe ich wieder den Punkt verpasst. Dann nehmen wir mal den nächsten X-Topspeed-Messung hier am Ende der Start-Zielgeraden. Mal schauen, was wir da haben bei dem Michael Uribe Romero. Topspeed. Ja, 2,70, 2,80 werden das wohl wahrscheinlich zum Ende hin knapp, ja, nicht ganz. Ja, so zwischen 2,70, 2,80 laufen die hier schon an der schnellsten Stelle. Was jetzt natürlich auch interessant wäre, ist der Spritverbrauch zwischen den beiden Fahrzeugen Corvette C6R und dem Aston Martin.
Das könnte unter Umständen vielleicht auch noch dann bei dem Boxenstopp so ein bisschen mitspielen, ne? Kann ich mir vorstellen. Also da müssen wir mal. Also wenn es GT1-Fahrzeuge, weil es ist natürlich immer die Frage, ob da die Spritmengen oder die Tankgrößen einheitlich sind, das weiß man natürlich jetzt nicht. Jetzt muss ich kurz zwischenfragen. Wir sitzen gerade beim Ulf Druschka im Auto, stimmt das? Das ist ja, richtig, ganz ja. Genau. Okay, dann hat sich gerade mein TV aber ein bisschen in der Hitze des Gefechts ein wenig verlangsamt, aber jetzt bin ich wieder gekommen. lästige. So, Führungswechsel. Ja. Nils Koch vorne. Anbremsen, jetzt ist interessant. Jungs, haut euch da nicht raus. Ja, das sind Teamkollegen, die sollten sich eigentlich gut kennen, genau. Gerade in diesen Situationen. Sehr schöner Führungswechsel. Ja, sieht gut aus, ja, genau. Jetzt mit Nils Koch an der Spitze und Alexander Voss dann jetzt momentan auf Platz 2. Und Angelo Michel auch noch auf Platz 3 dabei. Der lässt sich auch da nicht abschuckeln. Ja, und wie gesagt, die drei Kollegen, die sind auch in den Langstreckenserien sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Also auch in der Masters of Endurance immer am Start und wenn ich das richtig beobachtet habe, immer auch recht gut durchgekommen. Ohne große Probleme, sehr, sehr stabil und sehr zuverlässig. Also das ist schon ein sehr, sehr erfahrenes Team, was hier gerade am Werkeln ist. Also die sich hier gerade auch richtig betteln, was natürlich auch schön anzusehen ist. Vor allen Dingen, wenn es dann auch so viel wirklich richtig gut gemacht wird. Das war Was der Michael nur sagen wollte, ist, er wünscht ihm auf den Rennfall auch viel Glück, natürlich. Ja, ja, ja. Wie immer. Immer, genau. kommt gut ins Ziel. Ja, wobei ich muss einwerfen, also da muss er stur bleiben. Also am vierten Platz haben wir dann Tobias Solter von der IRML, den ich ja sehr gut kenne mittlerweile. Unheimlich schneller Fahrer und ich denke mal, wenn er ein bisschen Gas gibt, dann kann er vorhin das Trio. Er wird es nicht sprengen, aber er kann es auf jeden Fall sigieren. Er hat den großen Vorteil, den großen Nachteil. Er ist halt Single Racer momentan. Die fahren sind zu dritt. Die werden schon mal schauen wollen, dass den guten Tobias mehr oder weniger außen vor lassen, kann man sagen. Ja. Ui, da hinten ist wieder mal ganz kurz einmal ein bisschen kracht. Ja, oh, ja, Sven Buchheim. Ja. Vielleicht mal ins Replay gucken. Und nach wie vor schnellste Runde du Bier sollte im Lanz 44,9, wenn mich alles täuscht. Also der Junge ist ordentlich flott unterwegs. Und da vielleicht nochmal das Replay einfangen von Steve Buchheim. Mhm. An die Regie. Sicher? Ja. Der Michael ist momentan so baff. Ja, ein technisches Problem leider. Ja. Okay, genau. Nee, hast du kein Problem. Gut. Hier vorne jetzt, hier an der Spitze sind wir ein bisschen, ich weiß nicht, ob die da ein bisschen rummaggeln oder lass mich wieder durch. Sie fahren jetzt schon, jetzt aber der Alexander Voss weit draußen gewesen. Natürlich muss man auch sagen, Solter hat jetzt den großen Vorteil, er hat halt mehr oder weniger einen Windschatten von 3 Aston Martin. Und mit der Corvette, die ja doch relativ kräftig ist, ich glaube auch kaum, dass er jetzt versuchen wird, durch die Phalanx an Aston Martins durchzugehen. Weil da wird ihm schon mal der Erste hinten, der Angelo Michel, wird ihm schon mal ordentlich in die Suppe spucken wollen. Also es wird interessant zu sehen sein, ob er es nicht doch mit einem Boxenstopp auflösen will, die ganze Geschichte. Weil durch alle drei durchzufahren, das wird ziemlich eine haarige Angelegenheit, wie wir Österreicher sagen. Ja, das Einzige, was dazwischen jetzt noch so ein bisschen rumblinken ist, das ist der Alexander Voss, der so ein bisschen Probleme hat. Ja, genau. Das ist natürlich immer unangenehm, dann, wenn man so nah hintereinander herfährt und vor allen Dingen, wenn man dann als Hintermann noch ein bisschen schneller ist, man weiß dann immer nicht so richtig, wo soll ich denn vorbeifahren, wo ist der dann in dem Moment? Und vor allem muss man auch sagen, also sollte nach hinten mit 280 Top-Geschwindigkeit. Ja, ja. Er ist auch dran jetzt, der Tobias. Ja, da vorne ein Junge mit dem, was ist das, der Vorfahrer? Der zu überrundende. Das muss da ganz hinten irgendwie sein. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Es kann jemand sein, der in der Box gewesen ist. Schön vorbeilassen. Und sollte da hinten noch.
Aber das sind schon, also ganz ehrlich, das sind schon tolle Fahrzeuge. Also allein die Szenerie und die Grafik ist schon eine Sensation. Ja, was bei diesen Fahrzeugen, was sich auch geändert hat, ist das sogenannte Physical Based Rendering, wie das iRacing so schimpft. Wohl nur eine neue Technologie, die sie eingebracht haben, besonders jetzt hier beim Aston Martin, aber auch bei der Corvette, das sieht man meistens auch schon an den Felgen. Die reagieren auf die Umgebung, wie das Ganze scheint und so weiter. Das gibt natürlich nochmal ein kleines Augentüpfelchen mit dabei. Natürlich. Sieht natürlich sehr hübsch aus bei diesen Fahrzeugen. So, aber wir wollen mal ein bisschen durchs Feld schauen. Wir Richtig. Haben hier nämlich gerade den Länger, der hängt hier gerade auch knapp an dem Roger Noack dran. Den Roger, den kennen wir ja hier von virtual-oval.de. Dort wird in der Regel Nesca gefahren, also eigentlich ja Rundstrecke im Kreis gefahren. Rund ist ja Rund ist auch, genau. Fährt hauptsächlich oder ist zumindest bis jetzt hauptsächlich Nesca gefahren, auch mit dem iRacing Service. Mit iRacing und ist jetzt hier, wie gesagt, mal ins Straßenauto oder ins Rennauto gestiegen, in ein richtiges Rennauto, aber es ist eben halt auch ein Amerikaner. Corvette ist natürlich klar, irgendwo muss man ein bisschen treu bleiben, ne? sowas nur mal so nebenbei. Auch immer schön zu sehen, fährt jetzt hier, wie gesagt, seine ersten Rennen mit denen im Road Racing und ist auch nächstes Jahr hier dann bei SAD am Start, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier, glaube ich, will er auch in der DSDM an Start gehen. Jetzt muss ich kurz nachfragen, Tobias Solter mit Live Upload 19 zurückfahren, kann das heißt, der in der Box steht? Nein, der ist immer noch auf Platz 4, bei mir zumindest. Okay, jetzt wieder raufgetwischt. Also das TV, das IRTV Overlay, das spielt... Nee, es hat damit nichts zu tun. Das sind die Datenübertragungen hier. Okay, das ist hier auf dem Server genau das gleiche. Das ist wirklich dieser Datenabgleich hier. Ich glaube, da arbeitet ja iRacing auch dran, das zu verbessern. Das richtig gelesen habe. Ja, aber er ist jetzt nah dran in dem Angelo Michel. Es ist auch jetzt... da ist der... Ja, der Angelo weit draußen gewesen. Ja, ich denke, der Tobias Solter ist natürlich sehr erfahren auch. Der hat auch die Ruhe weg. Der fährt da seinen Socken das war er jetzt gar nicht. Da sind wir auf dem falsche Fahrzeug, glaube ich, gerade. Du warst da hinten. Ich war noch auf dem, genau, das war jetzt gerade ein anderes Bild. Genau, Alexander Wurst. Aber trotzdem ändert das an der ganzen Situation nichts. Der Tobias Soltau ist auf jeden Fall erfahren genug. Der hat da wirklich auch die Ruhe weg. Ist auch die Ruhe selbst eigentlich. So wie ich eine Erinnerung habe zumindest. Und der schaut, wann er da seine Chance bekommt. Und das kann ja ganz, ganz schnell gehen. Ne? Jetzt muss man natürlich auch mal abwarten, wie die Reifensituation aussieht. Wir haben ja auch hier im Reifenbereich hat sich auch einiges geändert seit dem letzten Update. Und da muss man natürlich jetzt auch erstmal so schauen, wie sich das zwischen diesen beiden Autos darstellt. Das muss nicht zwangsläufig gleich sein, auch wenn die Antriebskonzepte ja gleich sind. Also Motor vorne, Antrieb hinten, relativ leichtes Heck. Man hat am Anfang ein bisschen das Gefühl, es wird der Angelo Michel vorne dem Voss und dem Koch nicht ganz folgen können. Also er ist bei Schikane, vor allem jetzt in Rettifilio und auch in der Della Roccia, ist er extrem weit draußen. Also er versucht wirklich wenig zu lenken, um den Speed hochzuhalten. Kann aber trotzdem Voss und Koch nicht ganz folgen. Ich denke mir, er wird das erste Rehlein sein, das der Wolf sollte dann nochmal reißen wird schon langsam. Man sieht da deutlich, also vorne die zwei schön verbunden, aber der Michael ist ein bisschen abgerissen und er braucht auf der Strecke unheimlich viel Platz, um den Speed gehen zu können. Ja, so, Steff Buchheim steht hier in der Box, also da scheint es eine längere Reparatur zu geben, nur mal so als Randbemerkung. Jetzt sind wir hier wieder zurück. Sebastian Schmitz jetzt hier in der Verfolgung. Andreas Almansberger, auch bekannt aus den Simracing Deutschland Serien hier, DSDM, DSLM. Ja, Patrick Pichler schon raus. Ich habe schon mal in den Warteraum geschaut, ob wir da
einen Interviewpartner haben, ob da vielleicht jemand reinschaut. Wenn da jemand jetzt zuschaut, der kann natürlich gerne hier auch in den Warteraum reinkommen, wenn da der eine oder andere etwas sagen möchte. Und was ich gerade mit Erschrecken feststelle, der Ronny Fantini ist auch raus. Der muss wohl dann irgendwie irgendwo abgeflogen sein. Mit dem letzten Duell Alexander Hurst wieder. Ja. Und wenn man das täuscht, vor allem der Michael Schellbach. Also so die Abstände zwischen vielen Fahrzeugen sind jetzt schon ein bisschen entspannter als wie in der Startphase. Wir sind ja jetzt in Runde 15, genau. Ja. Genau. Also da werden wahrscheinlich jetzt auch bald schon die ersten Pitstops anfangen, wenn sie denn nicht schon begonnen haben. Ja, einige sind ja schon drin gewesen, aber ich glaube, das war eher so reparaturbedingt. Ja. Vorne sehe ich jetzt momentan noch keine Pitstops von denen, die da in der, ja, in der Top 15 zumindest fahren. Ja, einer ist da, Justin Hoppe, der war schon drin. Aber ansonsten Top 10 ist noch keiner drin gewesen. Das kann natürlich auch sein, weil sich das Ganze jetzt so relativ schnell doch auf so ein bisschen entzerrt hat. Oh, vorne. Ja, vorne. Alexander Voss, Nils Koch überholt. Ich glaube, ich meine zu ahnen, was die beiden da vorne machen. Die versuchen gegenseitig oder miteinander Sprit zu sparen, indem die alle zwei der Runden vielleicht die Position wechseln. Das glaube ich oder eher auch nicht. Ich habe eher nicht so das Gefühl. Nee. Also ich finde alles vom Sascha etwas weit hergeholt, meine Sache. Ja. Ich wollte gerade fragen, die machen jetzt wahrscheinlich ein vorgezogenes Zielfinish. Da wollte ja gerade der Dritte auch noch daneben setzen. Aber jetzt ist es ein bisschen. Ja, das war jetzt also ein bisschen eng. Kostet auch unheimlich viel Zeit, was die da natürlich machen. Ja, Zeit und Reifen. Also die Reifen, so viel habe ich auch festgestellt, also die Reifen reagieren, glaube ich, ziemlich heftig auf diese Verbremser. Ja. Ne? Also die, da braucht man schon wirklich mal so 1, 2, 3, 4 Kurven, bis das wieder sich so halbwegs reguliert hat mit den Temperaturen. Und man merkt ja, dass das Sold da schon mehr, so, mehr oder weniger so ein Violettstich in der Frontscheibe hat. Ja, der reibt sich die Hände jetzt natürlich, ist doch klar. Ja. Also der ist zwischen Hoffen und Bangen. Also er hofft, dass er überholen kann, und er bangt, dass er sie gegen sich ausschießen. Also ja, genau. So. Ja, auf jeden Fall. Das ist, das denke ich, das wird wahrscheinlich gerade so durch den Kopf gehen beim Tobias. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, aber die sind schon echt eine Nummer da vorne, die drei. Man sieht auch, dass die Lücke immer mal wieder so ein bisschen aufreißt, obwohl die Corvette hat ja schon einen richtig guten Topspeed. Das hatten wir vorhin schon gesehen. 2,80 ja, geht das Ding gegenüber den beiden, den Aston Martin. Die laufen so knapp, ja, ich glaube, die sind im Topspeed auch gleich. American Muscle Car halt, ne? Die sind ja, genau, natürlich immer sehr viel auf, ich mein, Drehmoment ausgelegt, die Motoren. Ehrlich, Michael, Plottfedern, ja, da geht ja was. Ja, genau. Genau, ja. Aber es ist schon ein tolles Bild. Also ganz ehrlich, es ist wirklich ein tolles Bild, wenn man das sieht, da die Ascari runter zur Parabolica, wenn sie da wirklich mit 280 durchzieht. Alt, Voss fährt in die Box. Ja, genau. Voss rechts weg in die Box gefahren. Ja, richtig. Der geht der sich geht jetzt seine erste... Ja. Beim ersten Pitstop machen, vielleicht auch der letzte Pitstop. Ich glaube, man muss nur einen Pitstop machen. Natürlich hat jetzt der Solter das große Pech, mehr oder weniger, dass zwei Teamkollegen vom Voss, der Michel und der Koch, noch vorne sind. Weil würde jetzt nicht diesen Verbund für sich haben, müsste jetzt eigentlich versuchen, schnellste Runden zu produzieren en masse, um eventuell den Alexander Voss, glaube ich, heißt er, in der Box zu überholen. Natürlich, jetzt werden sie ihn schön hinter sich halten, und man wird dann sehen, wahrscheinlich im bereinigten Boxenstopp Klassement, dass sie die drei wieder vorne einordnen werden können. Ja, ich denke mal, jetzt auch für den Tobias Soltau kommt jetzt sicherlich auch noch dieser Punkt zum Tragen. Jetzt ist es natürlich die Frage, was Alexander, er dann auch draus noch rausholen kann für sich. Nils genau. Koch kann sich, glaube ich, ein bisschen absetzen, habe ich so das Gefühl. Und vor allem ist er zum Überlegen, ob es nicht trotzdem besser wäre, jetzt in die Box zu fahren, weil er dann dieses Dreierpaket noch dort vor sich hat. Ja. Und das kann ja doch relativ zermürbend wirken. Also man überholt den ersten Martin, den Lilanen, und der nächste Lilanen steht schon wieder da. Also da wäre es wirklich zum Überlegen, ob er nicht eventuell doch jetzt die Box ansteuert, um dann einfach mal eine freie Sicht zu haben und einmal frei fahren zu können. Weil schnell ist er ja, brauchen wir gar nicht reden.
Ja, oder er spart einfach Sprit, ne? Das kann natürlich auch sein. Also, ja. Weil die drei haben ja doch ziemlich gebettelt vorne, sind ziemlich hart gefahren, sag ich mal, haben sicherlich auch nichts ausgelassen, um die Drehzahlen auszureizen. Jetzt so, Koch geht jetzt in die Box, damit genau. Hat jetzt Angelo Michel die Führung übernommen. Und der jetzt müsste ja eigentlich, den... Ja, man sieht ja, in der Boxengasse ist reger Verkehr, also da werden jetzt doch, man hat immer so Standzeiten zwischen 15 und 20 Sekunden. Jo, Alexander Voss ist also hier schon wieder raus. Gegengeraden, ja, in Richtung Parabolika also, runter. Und sie haben es nicht ungeschickt gemacht, Michael, sie haben es insofern nicht ungeschickt gemacht, weil sie lassen den langsamsten der drei als letzter pitten. Das heißt im Prinzip, jetzt darfst du, der sollte mit dem langsamsten der drei ist Mattes rumschlagen. Und somit wird er auch nicht wirklich eine Zeit gut machen können momentan. Ja, ja, genau. Also es war gar nicht so unintelligent, meines Erachtens nach. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt geht Alexander Voss über die Start-Ziel-Linie. Jetzt wollen wir gerade mal gucken. Und da kommt sein Teamkollege gerade hinten raus, Nils Koch. Ja. Da ist er. Also da ist schon eine kleine Lücke jetzt wieder aufgerissen. So, jetzt gehen wir mal, schauen wir mal, was Tobias Tobias Soltau ist an Angelo Michel vorbeigegangen. Ja. Ich hab das so, gesagt, der Junge schauen. Ist massiv schnell. Das wird jetzt dem Dreierpaket nicht wirklich gut tun. Nee, es wird auch vor allen Dingen sehr Ja, da zieht der Tobias zurück. Also sieht man aber seine Erfahrung. Der geht da wirklich kein großes Risiko ein, aber das war natürlich schon am Limit, würde ich mal sagen. Aber natürlich hat er auch geklopft, keine Frage. Ne? Wenn der Tobias das nicht gemacht hätte, hätte es gekracht, glaube ich. Ja, unbedingt. Ich denke mal, sie werden beide jetzt gleichzeitig bitten. Also das wäre jetzt so mein Plan gewesen. Weil er wird nicht mehr recht fürs Auto rausholen können. Nein, okay. Tobias, das wollte ich nämlich gerade sagen. Okay. Der Tobias hofft jetzt, dass der... Das war jetzt der Nils, glaube ich. Nein, der Angelo Michel. Angelo Michel war das. Ja. Dass der reingeht, weil der Tobias dürfte da vielleicht ein bisschen von profitiert haben, von diesem Hinterherfahren. Könnte natürlich durchaus möglich sein, weil er hat ja nicht gebettelt. Er hat da sicherlich jetzt ein bisschen Sprit sparen können und ist da hinterhergerollt, mehr oder weniger. Ja. Sie werden ja gleich sehen, wie seine Rundenzeiten sich jetzt verändern in der anderen Runde. Genau. Und das ist jetzt, glaube ich, eher das, was wir jetzt im Auge behalten müssen. Oder sollten, denn da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das hier ausmacht, denn Verfolger sitzen ihm jetzt natürlich im Nacken und jetzt heißt es natürlich reinhauen. Mittlerweile muss man sagen, also 14 Auto ausgeschieden, ist natürlich für so eine renommierte Liga mit der neuen Form, ein Stundenrennen, doch eine relativ hohe Anzahl, und man kennt auch an diesen Ausfällen, dass die Jungs sehr wohl auf Zeiten reagieren, das heißt, wenn sie eine Stunde fahren, ist natürlich der Druck, vorn fahren zu wollen und zu müssen, ein ganz anderer, als wenn ich mir 2-3 Stunden Zeit habe, mir zu sortieren und dann einmal mehr oder weniger auf Zeitenbasis das Rennen gestaltet. Genau. Das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Also da geht es darum, überholen und fahren sie breit machen. Überhaupt keine Frage. Richtig, genau. Da sehen wir gerade den Christian Frank, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Genau. Ja. Der hier den Michael Uribe Romero jagt. Ja, und Christian Frank auch kein Nasenbohrer, also der ist auch richtig gut unterwegs in der VR, die ja jetzt hier auch diese gemeinsame Rennserie an den Start bringt. Im September startet das Ganze, Mitte September soll es losgehen. GEC, da schon mal so ein bisschen auch den Hinweis an alle, die sich noch nicht so richtig durchringen konnten, also in der Mitte September geht es dann los mit der GEC. Die Langstreckenserie, die gefahren wird und organisiert wird von SimRacing Deutschland e.V. und Virtual Racing e.V. Entschuldigung, Michael, sollte jetzt an der Box, wenn mich nicht alles falsch. Ja, genau. Richtig. Und jetzt müssen wir Andreas Almansberger auch mal im Behalten, behalten hier. Das ist jetzt der. Also Voss und Koch gemeinsam. Voss und Koch. Voss 4, Koch 5. Ja. Angelo Michel 6. Wo ist der Tobias Soltau? Der ist noch in der Bits, klar. In den Pits, genau. Ja, also der hat jetzt doch einiges verloren an Zeit. Ja. Also das ist jetzt doch schon ziemlich viel. Kann natürlich auch mit dem Boxenstopp zusammenhängen, ich weiß es jetzt nicht. Mal 24 schauen. Sekunden hat er gestanden, also doch eine recht lange Standzeit, plus Ein- und Ausfahrt. Ja, der Unterschied zu dem
Alexander Voss, da sind mal 5 Sekunden dazwischen. Und auch zwischen den anderen beiden Kollegen, das sind auch nochmal 2 bzw. 4 Sekunden. Also da hat Tobias Solto auf jeden Fall hier in der Box die Zeit verloren. Beim Stopp selber, also nicht auf der Strecke. Natürlich wird es interessant werden. Wir haben jetzt noch gut 25 Minuten zu fahren. Jetzt wird es sicherlich interessant werden. Noch ist man Freund da vorne im Voss-Koch-Michel-Trio. Jetzt werden wir dann einmal schauen, wie es ausschaut, wenn es einmal 5 Minuten geht. Ja? Wie weit die Freundschaft gedeiht zwischen den drei, nicht? Ja, wenn es einmal richtig Sieg geht. Da, genau. Weil dann natürlich ist ihm das eigene Hemd näher, wieder Rock. Und dann wird es da vorne sicherlich auch ein bisschen mehr zu Zweikämpfen kommen oder zu Diskrepanz kommen. Das gibt natürlich den nachfolgenden Fahrzeugen, also jetzt einmal Solta auf jeden Fall die Chance wieder heranzukommen. Almesberger auf Position 5 doch schon ein gutes Stück hinten, also eine halbe Minute ungefähr. Und dann haben wir noch Schmidt, Hörst und Schellbach, die auch so alle mal halbe Minuten hinten sind. Die werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber der Solta Platz 4 hat natürlich jetzt die Möglichkeit wieder frei zu fahren, Gas zu geben. Und mal schauen, Nils Koch jetzt die schnellste Runde mit 1,44,8. Genau. Ja. So, was haben wir denn hier? Justin Hoppe hier hängt auch ganz, ganz dicht jetzt an dem Christian Frank. Ich glaube, das war gerade umgedreht, oder? Kann das sein? Das da vorne müsste der Daniel Macaus sein, oder? Direkt vor. Das ist Daniel Macaus hier. Genau, also ja, genau. Da bin ich jetzt gerade verrutscht. Genau. Justin Hoppe überholt ihn jetzt Justin auch. Justin Hoppe geht jetzt an. Das haben wir sich aber erst beim Solto auch gedacht. Na doch, er ist weiter vorne. Und dann hat ihm der Angelo Michel die Tür zugehauen. Hat man gerade wieder gesehen, wie eng das war, gerade für den Justin, weil er da so flach in die Schikane reinfahren musste. Da hat er ziemlich viel Speed wegnehmen müssen, damit er da nicht über die Curbs drüber wegballert. Weil, wie gesagt, die Dinger, die sind wirklich gefährlich. Und aber das ging wohl gut. Das passt. So, wo haben wir denn hier noch ein bisschen was? Sebastian Schmitz auf der Hatz zu Andreas Almansberger hier. Ja, und es sind jetzt bis auf Michael Schellbach und Christian Kiewit sind alle in der Box gewesen jetzt, zumindest was ich sehe, bis Platz 16. Die beiden, die müssen auf jeden Fall noch in die Pit. Ich hätte den Henrik Grosser, der nicht gepittet hat, einstweilen, wenn man nicht alles täuscht. Die haben jetzt auch noch gerade so eingefallen. Der ist auf Platz 13 momentan. Wer? Henrik Gross. Nee, der ist schon zweimal drin gewesen. Das ist, weil du das Tool, glaube ich, neu gestartet hast zwischendurch. Okay. Dann wird das gelöscht. Okay. Ist drin gewesen schon, ja. Uiuiui, das war. So, hier hat man gerade ja ein versuchtes Überholmanöver gesehen, aber das hat nicht ganz hingehauen. Ja, genau. Und da wieder die Bratwürste an der Seite, wenn man die natürlich zu schwer mitnimmt, hebt es einen raus. Aber was mir auffällt, ich habe hier schon einige Aston Martins gesehen, die über diese Wurst einfach drüber hüpfen, als wäre es nix. Entweder es liegt an der Fahrzeughöhe oder es sieht einfach nur visuell so aus, aber sieht teilweise schon echt heftig aus. Kann sein, dass die das das kann natürlich sein, dass es ja so ein bisschen Setup-bedingt auch, ne, wenn man das Fahrwerk natürlich recht hart abstimmt, was man ja hier durchaus kann, dann ist natürlich diese Wurst, die wir sie jetzt so mal nennen, schon gefährlich. Wenn man natürlich das Fahrwerk relativ oder die Dämpfer noch relativ weich abstimmt, dann könnte das natürlich durchaus möglich sein, dass man da irgendwie drüber wegkommt. Das ist eigentlich so versetzt, aber dann fehlt es natürlich hier auf der Strecke vorne und hinten. Ne? Man muss aber dennoch sagen, also aufgrund vom Topspeed der Fahrzeuge dürften jetzt das aber der Kollege Schmitz da vorne, ist es Schmitz gewesen, der war massiv über die. Das war der Andreas Almansberger jetzt. Almansberger, also der ist ja, man hat fast das Gefühl gehabt, er wollte da drüber fahren. Man sieht dann trotzdem am Topspeed, dass die Autos doch alle relativ ähnlich abgestimmt sind. Also man sieht jetzt im Topspeed selbst, ups, schöner Drift, fast keine Unterschiede. Jetzt wieder ganz knapp dran wieder. Ja, das hat ihn sicherlich jetzt ein bisschen Schwung gekostet. Kann sich der Andreas gleich wieder daneben setzen, aber da ist er jetzt außen und das ist eben halt wieder jetzt diese. Oh, da geht der Sebastian jetzt Schmidt sogar runter vom erwischt. Gas. Ja. Jetzt hat er auch bekommen, ja. Da ist er vom Gas gegangen, glaube ich. Das war, glaube ich, kalkuliert.
Man hat ein bisschen das Gefühl, als würden sie die Aston Martin mit diesen Wurstkörbs, wie der Michel sagt, ein bisschen leichter tun. Das meine ich ja eben gerade auch, dass die da irgendwie besser rüberfahren können. Man hat bei der Corvette das Gefühl, ein bisschen, wie wenn sie ein bisschen steif wirken würde auf diesen Körbs. Genau, ja. Durchaus möglich. Ja, auch hier schön zu sehen, dieses Beispiel, was du vorhin schon gesagt hast, Sascha, wegen dieser optischen Geschichten, diese goldenen Felgen, die sehen schon wirklich klasse aus, finde ich, hier an dem Aston Martin. Also es macht schon ein schönes Bild. Ja, okay, komm wieder, Schmitz, komm wieder, setzt sie ihnen hin und er dürfte wieder... Hier sieht man natürlich wieder Corvette-Power. Ja, brutal. Ja. Nur, Sascha, man muss ehrlich sein, also die Start-Zielgerade runterfahren, die Rettifilie runterfahren mit Corvette-Power, das ist ja meine Sache, ja. Aber vor allem relativ viel richtig einbremsen, einlenken und das Ganze schaffen auch, das ist einmal eine ganz andere Geschichte. Ja, das stimmt. Nur mit schnell ist ja zu wenig getan. Also man sieht dann schon, die Jungs haben schon ordentliche Sensibilität am Gasfuß und auf der Bremse. Und vor allem man sieht ja da bei Schmitz und Almesberger, sie kämpfen zwar hart, aber sie kämpfen dennoch fair. Und das macht das Ganze doch nur zum Genuss. Ja, absolut. Also das haben wir jetzt hier gerade wieder gesehen. Da wird dann zurückgezogen, also hier geht es wirklich darum, Spaß zu haben und nicht auf der letzten Rille zu fahren und zu viel Risiko einzugehen, finde ich auch sehr schön. Man muss auch sagen, wenn man die Bilder sieht, also liebe Simulationen, fürchtet euch beim iRacing DirectX 11 oder DirectX 12 hat, weil dann sind wir in einer ganz anderen Liga grafisch gesehen. Das sehe ich auch so, ja. Also dann bei der Arbeit, die jetzt hier schon geleistet haben, rein optisch gesehen, das ist schon wirklich genial, muss man sagen. Passt auch alles, es ist alles schön rund, die Farben passt alles sehr schön harmonisch zusammen. Also das ist schon wirklich genial gemacht, auch mit diesen Lichtverhältnissen, alles. Es ist sehr, sehr passend. Also DX11, wenn das kommt, dann glaube ich, kriegen wir alle schweißnasse Hände, wenn wir dann hier das nächste Mal dann das erste Mal wieder im Auto sitzen dürfen. Und jetzt sieht man auch, der Angelo Michel, wie ich es schon gesagt habe, er dürfte doch eher, sag ich jetzt mal, das schwächere Glied in der FI-Tech-Truppen sein. Er hat jetzt mittlerweile 4 Sekunden Rückstand und so ein bisschen übertrieben, die Luft ein wenig draußen sein, weil er kommt momentan nicht wirklich an Michel heran. Es war ja doch erst anders, wenn du die Gegner vor dir hast, direkt vor dir hast und kämpfen kannst. Ja. Jetzt muss er natürlich Zeiten fahren, konstante Zeiten fahren und kämpft sich oder ärgert sich mehr oder weniger so mit zum Anfang überrundeten Fahrzeug herum. Und das ist natürlich für einen Einzelfahrer wie Zolter momentan eine Katastrophe, kann man sagen. Ja, sicherlich, klar. Aber letztendlich. Three wide. Hier sehen wir gerade ein schönes Three Wide. Drei Fahrzeuge nebeneinander. Ja. Ich glaube, die fahren nicht alle um die gleiche Position, wenn ich das richtig sehe. In Spotter, Sascha, stay low. Genau. Wir zwei alten Ovalfahrer, mehr oder weniger. Ja, das stimmt. So, ja, hier an der Spitze momentan noch unverändert. Alexander Voss, gefolgt von Nils Koch in der Fahrzeugnummer 33. Ich glaube, jetzt ist es gleich umgedreht. Oder es ging normal. Ja, die schenken sich aber nichts. Also ich glaube, die nutzen diese Pfannenrennen auch mal aus, um da mal richtig Gas geben zu können. Sonst müssen sie ja einmal sehen, dass sie heile durchkommen, ne, in den langen so Rennen. Das Publikum mehr oder weniger. Ja, genau. Dass man hier kann man mal ein bisschen Spaß haben, ein bisschen richtig mal die Sau fliegen lassen. Und das sieht man den Jungs hier auch an, das sieht wirklich klasse aus. Und man muss auch sagen, also Voss und Koch absolut gleich schnell. Also im Top-Speed und in den momentanen Rundenzeiten relativ ähnlich. Wie gesagt, ich kann mir kaum vorstellen, dass einer der zwei den anderen davon fährt. Absolut nicht. Ja, das sehe ich momentan auch so. So ähnlich wie es in der MotoGP auch manchmal der Fall ist. Man sieht eben halt, dass die immer eng beieinander sind, aber so richtig wegfahren kann keiner. Ne? Wenn jemand den anderen überholt, naja gut, dann ist er eben zwar vorne, aber die anderen, nächste Kurve sitzt da wieder einen daneben und wird wieder überholt. Also das ist ja, glaube ich, momentan ein ständiges Hin und Her. Und da sieht man, ja gut, die Führungsrunden momentan, da ist momentan der Alexander Voss vorne, weil der ja am Anfang des Rennens die meiste Zeit geführt hat. Aber der Nils Koch hat auch schon 6 Führungsrunden auf der
Komischerweise ist es so, dass der Voss weniger leckt, wenn sie zu zweit fahren, Kochen Voss. Erst wie Michael dabei war, da hat er alle 3, 4, 5 Sekunden einmal sich von der Bildfläche verabschiedet. Momentan schaut es eigentlich ganz gut aus, Bär. Und ist auch für den Nachfahrenden, egal ob es jetzt ein Teamkollege ist, unheimlich unangenehm. Auf der Geraden jetzt weniger, natürlich beim Anbremsen der Kurven kann es ganz, ganz, ganz toll ins Auge gehen. Ja, das stimmt. Also, aber Gott sei Dank, das ist ja jetzt hier, hat sich jetzt gelegt. Also, und ist ja, es hat sich geleckt, wie man sagt. Ne? Geleckt, genau. Und wenn, dann hätte es ja doch zu 80% jetzt ja dann unter Umständen seine Teamkollegen erwischt. Also, da kann man dann noch. Trotzdem die Ausfallsquote massiv hoch mittlerweile. Also, ja. Auch Almetsberg ausgeschieden, wie ich sehe. So, hier haben wir Alexander Horst mal im Bild, der ist ja auch noch ein eingefleischter Ovalfahrer, also der fährt auch regelmäßig seine Ovalrennen. Bei Virtual Oval gefahren. Da ist ja momentan auch Pause, aber wir haben jetzt hier bei Simracing Deutschland mal Pause und da würde ich euch auch nochmal darauf hinweisen, die STM 2, also die neue Saison, die geht jetzt dann auch wieder bald los. Da könnt ihr euch natürlich noch anmelden, also versucht euch da auf jeden Fall noch einen Platz zu sichern. Hört sich jetzt übertrieben an, aber so gesehen natürlich einen Platz sichern, von denen es ja noch genug gibt. Und der Michael Murgenthal wird dafür sorgen, dass wieder adäquate Kommentatoren am Berg sind. Ja, ja genau, ja. Das hoffe ich doch. Ja. Und das wird auf jeden Fall wieder ein Riesenspaß werden. Also die DSTM, die erste Saison war wirklich toll, hat sich toll entwickelt. Bisschen zäh angefangen, hat sich dann aber alles schön gelegt und das wurde dann wirklich wurde dann Top Racing und freue mich schon auf die zweite Saison. Also auch da könnt ihr euch natürlich anmelden und findet auch alle Informationen im Forum oder über Facebook einfach mal da reinschauen. Da gibt es auch regelmäßig Informationen zu den Rennserien. Also insgesamt sind es jetzt 15 Fahrzeuge, die ausgeschieden sind. Der Justin Hoppe ist wohl auch gerade ausgeschieden. Den Grund konnte ich leider noch nicht rausbekommen. Ja. Hat nämlich jetzt gerade durchgereicht. Derweil sind wir jetzt hier wieder an der Spitze. Nils Koch. Ja, wir haben leider mit der Replay-Funktion ein Problem hier. Deswegen können wir die momentan nicht nutzen hier. Das zu entschuldigen. Wir sind aber drauf und dran, muss man auch sagen, Sascha, wir beide sind drauf und dran, dass wir dem Michael auf beiden Händen einen sechsten Finger wachsen lassen, damit er mehr Tasten drücken kann, ja, in seinem Studio. Momentan macht er sich mit der Zunge, aber das wird sich alles noch ändern. Nee, mit den Achselhaaren. Mit den Achselhaaren, ja. Also mit den Dreadlocks mehr oder weniger. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ich meine, man tut, was man kann. Ja. Wie gesagt, jetzt haben Schmitz und Albisberger auf der Verfolgung ein ganz Paket da hinten. Wenn ich richtig sehe, von Christian Kiewit 9 bis auf 5 vor Schmitz sind alle so ungefähr in derselben Phalanx, alle so 44 Sekunden hinten. Und da kann man auch erwarten, dass sie vielleicht so in den letzten paar Minuten so ein kleiner Schlagabtausch abzeichnet. Mal schauen, wer unter die ersten 10 kommt. Natürlich gibt es ja da wieder eine Wertung, ist ja auch keine Frage. Und nur weil man jetzt nicht Erster wird, heißt es ja nicht, dass man nicht ganz vorne landen kann. Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, hier auch hinten sind noch nach wie vor auch noch spannende Zweikämpfe. Roger Noack ist auch raus, oder? Nein, der fährt noch. Der hat zwei Runden Rückstand. Ich habe hier keine Infos gerade von Roger Noack. Wir haben jetzt noch etwa 10 Minuten knapp. 51. Minute ist jetzt rum etwa. Das sehen ja auch die Leute hier im Stream noch. Das über 11 Minuten. Es hat sich jetzt dann durchgehalten, Sascha, nach dieser wirklich extrem anstrengenden Anfangsphase, die wir gehabt haben. Bei natürlich am Fahrerfeld von 40 Autos überhaupt keine Frage, dass es am Anfang massiv in Zweikämpfen und Gefechten verwickeln wird, hat sich das Ganze dann doch relativ sortiert mittlerweile. Diese permanenten aggressiven Zweikämpfe sind weg. Natürlich, wenn man jetzt eine Stunde unterwegs ist, möchte man auch nicht gerade in den letzten Minuten ausscheiden.
Aber ich hätte mir jetzt fürs Ende doch ein bisschen mehr, würde man sagen, Hickhack auf professioneller Ebene erwartet. Ja, aber ich glaube, dass man der Strecke hier, glaube ich, anlasten so ein bisschen. Da hinten, also ein wunderschöner Sprung über die Della Roccia. Also da sieht man schon teilweise Flugeinlagen, wo man sich denkt, hui, und dass die Autos dann abfahren können, das ist schon mal eine Sonderklasse. Ja. Was haben wir jetzt in der Truppe? Wolf, Hurst, Kiewit, Almesberger, Schmidt. Ja, wenn ich jetzt auf die Ausfälle hier schaue, das ist schon ziemlich heftig hier. Also zumindest wenn die Liste hier stimmt, die ich hier habe. Das ist natürlich schon schade, ne? Dass hier so viele Fahrzeuge dann schon ausgeschieden sind. Bin mal gespannt. Es macht uns leichter, das kommentieren, keine Frage. Aber ja, natürlich ist es für uns auch bei weitem interessanter, wenn man wirklich, egal wo man hinspringt, immer Zweikämpfe sieht. Ich glaube auch, dass teilweise das TV-Oberli bei mir ein bisschen nachhinkt. Da springen teilweise Fahrer wildest herum, die eigentlich doch da sind, wo sie hingehören. Aber es hat der letzte Ausfall, wenn ich da ist, alles täuscht, der Michael Rivi Romero. Der sich selber verabschiedet hat. Nee, der letzte, das war Justin Hoppe. Davor war es Michael Uribe Romero. Okay. Nach der 21. Runde und Justin Hoppe ist nach der 24. Runde ausgeschieden. Ja, genau. Natürlich muss man auch sagen, also da müssen wir ehrlich sein. Wenn du jetzt ein 12-Stunden-Rennen hast, so wie letztes Mal, ist natürlich die Team-Motivation eine ganz andere. Da sind die Fahrer mehr oder weniger als Einzelfahrer unterwegs und wie soll man sagen, also das war jetzt gar nicht negativ, aber natürlich hat man dann, wenn das Rennen für einen selbst erledigt ist, nicht mehr wirklich die Konzentration, sich dann in den Teamspeak zu werfen und ein großes Interview zu geben. Beim Team-Event ist es natürlich ganz anders, weil ja die Fahrer, die auch ausgeschieden sind oder im Team momentan nicht fahren, natürlich fürs Team zur Verfügung stehen und da helfen, wo es irgendwie möglich ist, dem Fahrer, der im Auto sitzt. Also man muss es den Fahrern schon verzeihen, wenn sie heute am Sonntag am Abend mehr oder weniger nicht wirklich noch viel Zeit haben und uns da auf Rede und Antwort stehen. Ja, aber das wird schon funktionieren. Ja, da machen wir keine Sorgen. Oh, jetzt sehe ich gerade Nils Koch. Nils Koch, DNF. An, oder das, also ich sehe bei mir Nils Koch, die noch Finish, das kann nicht stimmen. Nee, die sind beide hier noch am Fighten. Ja. Ich glaube, da war ihm gerade wieder ein kleiner Angriff. Super Grande fahren sie gerade durch. Ja, 7 Minuten sind es noch, knapp etwas über 7 Minuten. Also ich denke mal, jetzt werden die beiden gleich zum Showdown aufblasen hier, anblasen. Und da geht es aber auch wieder heftig über die Curbs. Aber das Auto ist einfach irgendwie wie ein Panzer. Ja, ja. Und wie Klebstoff. Grüße Sie. Panzer. Ja, das ist wirklich gewaltig. Also wenn ich das sehe, wie der da drüber weg... Ich habe das ja auch ausprobiert, ne? Also erst unabsichtlich und dann habe ich gedacht, oh, das macht ja Spaß. Dann bin ich ja mit Absicht mal drüber weggefahren. Also mich hat es da einmal komplett aufs Dach gedreht, als ich da mit dem Aston da drüber weggeballert bin. Deswegen, also wundere ich mich schon, wie die Jungs das hier machen. Also das ist schon echt genial. Ja gut, ich meine, wir drei Lenkleger sind eh nicht gut. Also jeder hat seine Berufung gefunden, ja. Ja, genau. Deswegen sitzen wir drei auch hier. Genau. Ne? Obwohl Sascha, der fährt ja noch wenigstens richtig regelmäßig und auch gut momentan. So, ja, aber ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier noch Ringelpiez und Anfassen hier wird oder ob das nochmal richtig zur Sache geht hier, das... Und man sieht aber auch hinten, Solter hat jetzt endgültig aufgeben, 14 Sekunden. Es passiert nicht viel. Also Michael vor ihm 9 Sekunden, Almesberger hinten eine halbe Minuten. Du hast im Prinzip konzentriert fertig fahren und nichts mehr anbrennen lassen. Die Meisterschaft in dem Sinn ist ja noch etwas länger. Hier müssen wir auch nochmal reingucken, weil hier war es nämlich auch gerade noch richtig schön eng hier zwischen Lars Konrad und Luca Borngesser. Die beiden, die sind auch richtig schön am Fighten hier. Wow, das war sehr weit raus. Ich habe eben gerade gedacht, der hat da irgendwo eine Ausfahrt gefunden. Ja, also. Oder mal kurz an die Trainerin gewunken. Man sieht ja hier im Hintergrund noch die Steilkurve. Man kann auch die Steilkurve-Option fahren. Das wäre dann praktisch die Variante Brianza, wenn man sagt. Ne? Genau, Brianza, richtig, genau. Wobei, ich bin die alte Strecke auch mitgefahren, also die hat auch so ihre Typen gehabt. Die war schon ganz kaputt.
Guck mal, der, an, der Luca Borngesser, der versucht auch hier. Ui. Oh. Ja. Das war jetzt aber. Also, Mann, ne. Ich habe mich da schon gefragt, was er da ganz bei der Boxenmauer macht. Und ja, ja. Ich glaube, er hat da einfach übersehen, dass der Lars Konrad da noch irgendwo auf der Hauptstrecke herumkrebst. Genau, also das war, der versucht auch jeden Meter einzusparen. Ne? Ja, also, ja, ist ja. Klar. Ne? Gut, wird mit allen Mitteln gefightet hier, alles ausgereizt. Ich meine, gut, wir haben ja auch alle die gesamte Strecke bezahlt, also kann man sie auch auslösen. Ja, ja. Oh ja, jetzt wird da ein bisschen zugemacht. Lars Konrad hat da ein bisschen die Linie geblockt. Man hat das Gefühl, dass der Lars Konrad jetzt ein bisschen, sagen wir mal, säuerlich behaftet. Ja, genau, das naja, dürfte was Persönliches sein momentan. Ups, ja! Oh! Ui! Da jetzt müssen wir mal in die Außenansicht gehen. Das war ein ich glaube, da war er mit dem linken Hinterrad etwas auf dem. Jetzt sind wir irgendwie woanders gelandet hier mit der Kamera. Das war jetzt gerade schade. Hab ich jetzt nicht gesehen hier. Das war der Lars Konrad, der sich da rausgedreht hatte. Ja, aber wir haben es nicht im Bild gesehen, weil der gerade ins Cockpit gewechselt wurde. Ich weiß jetzt nicht. Schade. Ja, wo ist denn jetzt der. Ach, der Luca ist da vorne jetzt. Ja, jetzt habe ich es wieder hier. Okay. Jetzt bin ich wieder jetzt bin ich wieder mittendrin statt nur dabei. Ja, das ist jetzt. Da ist jetzt die Luft raus. Das ist. Oh, also die Führung. Es hat einen Führungswechsel gegeben. Alexander Voss hat vorne, genau, Nils Koch überholt. Genau. Werden jetzt aber auch gleich dann. Man hat wahrscheinlich nicht das Gefühl gehabt, als würde sich der Nils Koch da massiv gewehrt haben. Wie gesagt. Ich denke mal, es sind noch 3 Minuten zu fahren, das sind noch gut 2 Runden oder so mal über den Daumen gepeilt, oder? Ja, circa. Also da werden sie jetzt die 2 Runden nochmal schauen vielleicht. Aber ich denke mal, sie werden es im Rahmen lassen, weil es wäre doch jetzt fürs Team selbst eher fatal, würden die beiden jetzt gegenseitig rausschießen. Ja, das ist richtig, aber ich denke mal schon, dass die jetzt die Sau nochmal richtig rauslassen hier. Aber die, wie gesagt, die kennen sich eben halt auch sehr gut und ich glaube, das geht auch nicht schief. Solange es kein Sparschwein ist, gell? Ja, genau. So, der Nils Koch probiert es wieder. Ja, auf der Innenseite natürlich, ne? Ja, ist ja klar. Und war richtig, richtig elegant durchgezogen. Ja. Und der Angelo Michel hinten mit 7 Sekunden Rückstand, ich glaube, der, ja, wie soll man sagen, der hat sich schon mal im Auto eine Flasche aufgemacht, weil den dritten Platz, den kann man sich mehr oder weniger behalten. So, jetzt kommt da wieder der Angriff. Nee. Hat zurückgesteckt, also. Noch ist es nicht ausgestanden. Natürlich muss man auch sagen, vielleicht fahren die zwei, also Koch und Voss, vielleicht sogar mit dem Setup. Also da geht es dann wirklich schon, sag jetzt einmal, um Nuancen, wo man dann keinen Vorteil hat. Ja. Ja, die fahren ja auch zusammen auf einem Fahrzeug. Ich denke mal auch, dass die vom Setup her ähnlich fahren. Deswegen sind die also auch, sag ich mal, so nah beieinander. Und das ist auch, sag ich mal, ja ein guter Vorteil für die Langstreckenrennen, wenn zwei Fahrer so relativ gleich schnell sind. Das ist ja auch, sag ich mal, ein positiver Aspekt, was die Team-Performance insgesamt angeht. Und als wenn man jetzt, sag ich mal, einen ganz starken und einen relativ schwachen Fahrer hat im Team, der, so wie das ja in der ADAC GT Masters auch ab und zu sehen ist, ne? Ja, da ist dann eben halt ein schnellerer Fahrer, der holt die Zeit raus und der, wenn dann der etwas schwächere Fahrer das Lenkrad übernimmt, der verliert jetzt den Zeit. Jetzt Überholmanöver, Alexander Voss setzt sich jetzt wieder links daneben. Nase hat er vorne. Das wird aber ganz. Aber er bleibt in. Jetzt wird schon mal ein bisschen gerangelt. Jetzt hat aber Koch ein bisschen einen Nachteil gehabt, weil er rechts im Galt war, wie wir sagen, also rechts ein bisschen im Schmutz draußen war. Und natürlich da, also die Curva Grande wird da voll durchzogen, überhaupt keine Frage. Er ist im Kopf innen.
Ja, der ist im Kopf ja schon zwei Kurven weiter gewesen, der Alexander Voss, weil er wusste, wenn er da außen bleibt, dann ist er auf jeden Fall hier in der Schikane auf Genau. der Innenseite. Und jetzt hat er aber irgendwie gerade. Man hat ein bisschen das Gefühl gehabt, als hätte der Voss in dem Moment geleckt, wie sie durch die Della Roccia gefahren sind. Ja, weiß ich jetzt nicht, konnte Weil ich jetzt nicht nur sehen, aber. plötzlich der Abstand doch etwas Ja, ja, größer. ja, ja, genau. Jetzt ist Und Nils Koch. Voss jetzt weg, oder? Nee, da ist er noch. Ja, Aber aber Koch, der Nils Nils Koch ist Koch weg. ist weg. Er ist raus. Nils Koch plötzlich nicht mehr da. Ja, den haben die Aliens geholt. Ja, Koch jetzt wird als Vierter geführt, jetzt Weggebeamt. im TV-Overlay. Nee, 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 Geschwindigkeit steht. Also ja, das Ja, ist jetzt, weil der genau. Rückstand bis zu dem Punkt, wo er rausgeflogen Genau, ist. also der dürfte irgendwo Ja, mehr oder ins. weniger vorherisches Zeitliche gesegnet haben. Er ist ins Nirvana gegangen irgendwie. Oder er geht gerade zum Nebensitz und prügelt den Voss. Und oh, Sascha ist auch raus, sehe ich, Das ist auch raus hab momentan, ich ja. gerade gemerkt, ja, der ist auch Und rausgeflogen ja, irgendwie. Voss übers Ziel. Das heißt, unser erster Sieger Ja, in der genau. Saison ist momentan, hops, da hinten fährt er massiv in die Bande. Ja. Wer immer das auch war. Und auch. Ja, Tobias Soltau ist jetzt damit noch Zweiter geworden. Wo Genau, ist genau, denn genau. Wo der? ist der Angelo Michel? Ja, Auch den haben wir, weg. den vermisse ich hier auch noch. Ja, genau, der ist hier auch irgendwie noch rausgehoppt. Doch, davor hält man. Ja, der ist jetzt aber schon eigentlich, der war doch eigentlich noch vor dem. Ja, da wird er es öfter geführt, momentan Angelo Ach Michel. so, nee, das ist jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen durcheinander gestrudelt hier. Durch die Ja, ja, Zieldurchfahrt, ja, 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 ja. ja, 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 genau, das haben wir gleich. Das wird wahrscheinlich gleich sich. Das ist gleich dann. Ich würde mal sagen, wir vermerken jetzt einmal Voss und Angelo Michel und Soltau. Beim Nils Koch wissen wir es nicht ganz genau, der ist gar nicht mehr da. Das Ja. heißt, da dürfte es wirklich ein gröberes Problem gegeben haben beim Nils Koch. Er wird da So. noch. Warte mal gucken hier, dass wir das Endergebnis mal reinkriegen. Das ist momentan noch nicht. Ne, das ist alles noch durcheinander gestrudelt hier. Mal gleich mal gucken, dass wir das rauskriegen hier. Ah, da haben wir schon. Nils Koch, receive through put fail to unacceptable level. Der Ping beim Nils Koch zu hoch gewesen sein. Ja, genau. Wir haben ja Ach, den genau. Alexander Voss und Angelo Michel haben wir ja hier schon Genau. im Warteraum. Die ziehe ich jetzt gleich mal rein. Ich hoffe, die beiden, die sind schon bereit zum Quatschen. Und haben sich schon ein bisschen warm geredet vorher. Ja, dann begrüße ich mal hier den Sieger hier des ersten GT1 Cup, Alexander Voss. Grüß dich, Alexander. Hi, Dankeschön. Ja, wir haben euch ja hier gespannt über die Schulter geschaut. Also auch nochmal Angelo Michel auch hier im Channel drin. Hallo, Angelo. Hallo. Ja, Alexander, wir haben euch ja hier die ganze Zeit über die Schulter geguckt und das war ja richtig spannend zwischen euch dreien. Tobias Soltau noch die hinter euch, der da dauernd gelauert hat, damit ihr euch da irgendwann mal in die Flecken bekommt. Aber ich kenne euch ja so ein bisschen auch schon und ihr wisst ja genau, was ihr da getan habt. Was ist passiert jetzt in der letzten Runde? Da ist der Nils Koch, glaube ich, rausgeflogen oder so. Ist ja schade. Ja, wir waren mitten im Zweikampf in der zweiten Schikane. Ja. Ich habe gemerkt, dass dann komische Berührung von Nils seinem Auto kam und da dachte ich schon, dass irgendwas mit seiner Internetverbindung nicht stimmen muss. Ja. Ja, und so wie es aussieht, hat er dann Disconnect gehabt. Ach, schade, das ist ja echt ärgerlich. Ja, das wär ja ein schönes Bild geworden jetzt noch zum Ende hin, weil ihr werdet ja wahrscheinlich Stoßstange an Stoßstange über die Ziellinie gefahren. Und ja, das Rennen als solches, wie ist das bei euch so rübergekommen, so der Start? Ich meine, ihr wart ja vorne unter euch, mehr oder weniger, aber habt ihr da so ein bisschen was mitbekommen am Start? Aber ihr wart ja, glaube ich, relativ schnell vorne weg, ne? Ja, also bei uns war eigentlich alles ruhig und gesittet. Ja. Es war eigentlich wirklich ziemlich sauber. Ja, zu den Pitstops wurde es dann nochmal ziemlich spannend. Wir haben da beide ein bisschen gepokert. Also wir haben auch nichts abgesprochen im TS oder so, Ah, was okay. Strategie betrifft oder Ja. irgendwelche Überholmanöver. Genau. Also wir sind wirklich gegeneinander gefahren. Ja. Und ja, wir haben ein bisschen gepokert, was Sprit betrifft. Und ja, es war dann ein bisschen zu wenig. Wir mussten beide immens sparen am Ende. Beziehungsweise am Anfang des zweiten Ja. Stints schon. Deswegen sind die Rundenzeiten auch ein bisschen gepurzelt und wir haben uns gegenseitig so ein bisschen Draft gegeben.
gegeben, aber auch unabgesprochen. Und ja, dann in der vorletzten Runde haben wir gemerkt, dass es wahrscheinlich passt. Ich bin jetzt mit 0,2 Liter über die Ziellinie gerollt. Und das wäre bestimmt nochmal richtig spannend geworden am Ende. Ja, ja klar, wenn du noch hättest ein bisschen mehr pushen müssen oder so, oder ihr beiden, oder wer hört dann auf mit pushen, ne? Der dann zurücksteckt, der verliert das Rennen, dann ist klar, logisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem Nils auch so eng war, aber ich denke mal schon. Ja. Weil ihr habt auch unterschiedlich lange gestanden. Also ich glaube, einer von euch war 2 Sekunden langsamer, waren irgendwie 20 Sekunden, 22 Sekunden. Und ich weiß jetzt nicht bei Angelo, wie es bei ihm war. Ich glaube, das war auch so ungefähr das Gleiche. Da hat dann der Tobias, glaube ich, auch verloren gehabt. Der hat nämlich 4 Sekunden länger gestanden. Und das war, glaube ich, am Ende auch der Punkt, warum er dann da raus war. Aber der hat sich ja auch ganz gut gehalten hinter euch, ne? Also die Corvette ist da doch ganz gut mitgekommen mit der Aston. Hattet ihr das Gefühl, dass das von der Performance her Unterschiede gibt zwischen Corvette und Aston, auch spritverbrauchmäßig? Also bei gleicher Flügeleinstellung sollte die Corvette eigentlich einen Tacken schneller sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie gut die Corvette über die Schikanen bzw. allgemeinen Kurven geht. Aber von der Erfahrung aus dem iRacing-Service her sollte die Corvette einen Tacken schneller sein als der Aston. Aber da hat man schon das Gefühl gehabt, mehr oder weniger, dass der Aston Martin mit den Curbs besser zurechtkommt als die Corvette. Also man hat, ja, das geht sehr gut, ja. Da ist eigentlich relativ smooth drüber gefahren. Die Corvette hat ein bisschen geholpert, so hätte ich das Gefühl gehabt. Also da, seid ihr jetzt alle drei mit demselben Setup gefahren oder mit einem identen Setup gefahren oder habt ihr verschiedene Setups gehabt? Ne, wir sind schon mit den identischen Setup gefahren. Okay, Ja. Da haben wir da mal überlegt gehabt, wie das ausschaut, ob die da mit dem gleichen Setup fahrt. Natürlich ist dann der Unterschied ja dann wirklich auf dem Fahrer begrenzt, mehr oder weniger. Ne? Genau. Ja. Dann, danke auf jeden Fall, Alexander, und auch nochmal Glückwunsch. Ihr seid ja, glaube ich, gestern bei den Road Warriors mitgefahren, wenn ich das richtig gesehen habe. War es richtig? Ja, korrekt, genau. Platz was, wo seid ihr gelandet? Ah, wir sind 4. geworden. Ja, Gratulation auch nochmal dazu. Hatte das gestern auch so nebenbei noch mitverfolgt. Tolle Leistung natürlich auch dahingehend. Ihr seid ja doch recht stabil und gut unterwegs in verschiedenen Serien, wenn ich das so richtig sehe. Ja, dann viel Glück auf jeden Fall weiterhin und hoffe natürlich auch, dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ich komme gleich zu dir, Angelo, auch nochmal. Aber vorher muss ich, glaube ich, den Zweitplatzierten, ich glaube, wenn ich das Ergebnis jetzt richtig im Kopf habe, ist Tobias, glaube ich, 2. geworden noch, oder? War das jetzt, oder war das Angelo? Nee, eigentlich bin ich ja 4. Vierter? Wen habe ich denn da jetzt übersprungen? Angelo? Der Nils ist ja in der letzten Runde hier rausgeflogen, da habe ich ja den 2. Platz noch geerbt. Du hast den, genau, du bist 2. geworden, sorry. Ich hatte nämlich jetzt hier, warte mal, jetzt muss ich mir gerade mal das Ergebnis hier reinholen. Nee, das ist alles durcheinander gestrudelt. Mir ist im Prinzip egal. Ich kann mich auch mit Tobias kurz unterhalten. Tobias, wir kennen uns ja von der IRML. Also ist ja nichts Neues, dass du da bist und vorne dabei bist. Für die war im Prinzip da vorne die Phalanx der Kollegen Voss, Michel und Koch da ein zu großer Brocken, um ihn zu stemmen, hätte ich gesagt. Ja, ich habe irgendwie in der Box so viel verloren. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe eigentlich nur 7 Liter übrig gehabt zum Schluss. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich ja 8 Sekunden, glaube ich, verloren gegenüber den anderen. Genau, genau, ja, genau, genau. Wie war es sonst zuvor mit der Corvette? An und für sich ein knallharter Renner, aber wie ja der Alexander Voss schon gesagt hat, über den Körbs drüber war die Corvette ein bisschen benachteiligt. Ja, da darfst du auf gar keinen Fall Gas geben, ne? Weil dann drehst du dich sofort weg. Und dann hatte ich eben getestet mit dem Reifendruck. Ich hatte am Anfang, waren die Reifen so rutschig, habe ich Reifen gewechselt und mehr Druck, das war wohl doch nicht die richtige Idee. Du bist ja sukzessive, hätte man gesagt, so, also der Rückstand ist ja bei 12, 13 Sekunden eingependelt. Man hat ja nicht das Gefühl gehabt, dass wenn du aufgrund vom Auto nur nach vorne Druck machen hättest können. Nee, Druck hätte ich nicht mehr machen können, nee. Ja, wie gesagt, bei IRML Sommerpause. Du fährst die ganze Saison als mit dabei bei der Avia, nehme ich an, oder? Das ist ja mein Lieblingsauto, die Corvette. Gibt's ja momentan sonst auch für sich in keiner Community GT1 Rennen. Ich denke aber trotzdem, ich hoffe mal für die, wir sehen die demnächst einmal weiter oben stehen als Nummer 4. Also auf dem Stockerl ist ja auch nicht schlecht Schnee, hätte ich gesagt, oder? Naja, ob ich da gegen die Core irgendwie eine Chance habe, weiß ich nicht. Naja,
Da helfen wir schon zusammen. Ich sag mal so, irgendwas müssen wir helfen, oder? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Angelo. Der ist ja nun Zweiter geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt das Rennergebnis habe ich jetzt hier. Tobias, du wirst da als Dritter geführt. Vor Sebastian Schmitz auf 4. Also ich denke mal, dann ist das mit Platz 3 bei dir richtig, ne? Aber kommen wir jetzt erstmal zum Angelo, denn der wartet hier schon. ja, Angelo, Gratulation also auch zum zweiten Platz. Damit seid ihr ja hier als Team auch richtig gut rausgegangen. Du bist nach dem Boxenstopps, glaube ich, ein bisschen zurückgefallen. Ne? Da hast du, glaube ich, einen Anschluss so ein bisschen. Warst denn zwischen Tobias und, glaube ich, Nils und Alexander, glaube ich, irgendwo, ne? Ja. Zwischen rausgekommen. Was ist bei dir da anders gelaufen als bei deinen Teamkollegen? Ja, ich habe mir gedacht, dass wo Alex eingebogen ist, ich fahre als Letzter rein, um möglichst freie Fahrt zu haben. Aber die eine Runde, wo ich freie Fahrt hatte, habe ich ziemlich versäumt. Hatte zu viele Fahrfehler drin und glaube, dadurch habe ich sehr viel Zeit verloren. Genau, warst du da, glaube ich, noch mit Tobias im ja. Clinch? Ja, ne? Genau, ja. Genau, ihr hattet euch da noch ein bisschen gebettelt und Tobias hat dann, glaube ich, zurückgezogen. Ist dann noch eine Runde länger draußen geblieben. Und dann, aber irgendwie hat es dann doch gepasst. Aber den Anschluss hast du da nicht mehr kriegen können. Ihr wart ja, glaube ich, sowieso alle fast gleich schnell, ne? Oh. Ich konnte nicht so ganz wirklich den Speed mitgehen. Also ich bin mir am Anfang etwas ziehen lassen, um versucht, von Tobi wegzukommen. Ja. Ja, genau. Wie war es mit den Reifen, Angelo? Zu Ende hin, vor dem Boxenstopp, Reifen jetzt allgemein überhaupt kein Problem gewesen? Oder hat man gemerkt, dass die Reifen dann doch zur Mitte des Rennens abbauen? Nee, also ich hatte da nicht wirklich große Probleme damit. Also bei dir war es mehr oder weniger rein der Speed über die ganze Strecke gesehen, die nicht unterhalten hast können. So, genau. Immer. Okay. Dann Dankeschön an euch drei hier, dass ihr noch reingeschaut habt und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Nächste Woche, ich weiß ja nicht, ob ihr da in Daytona auch mit am Start seid. Ja, denk schon. Ja, ist geplant. Auch. Da müsst ihr sowieso aufpassen. Also wir haben nächste Woche haben wir dann, also Mikkel Morgendale, der Mitfahrer, ja, und da wird es dann richtig knackig. Genau. Naja, die fahren ja dann Kreise um mich drum rum, aber das ist ja dann was anderes. Nee, okay, also ja, danke an euch nochmal und viel Spaß weiterhin natürlich hier auch in GT1 noch, falls ihr dann die anderen Rennen auch noch mit teilnehmt. Meine Güte. Und ja, hoffe, wir hören uns und sehen uns dann nächstes Mal wieder. Ja, danke für den Stream, danke für die Orga. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Das freut uns, gehen wir dann weiter. Hüpfen doch jetzt die Orga-Leute alle in die Luft. So, ja, dann... Ich muss auch sagen, ich werde mich jetzt auch verabschieden. Ja. Ich muss doch meine Rippe etwas schonen. Ja. Ich habe sie ja dir geliehen. Ja. Dir geleit, wie man sagt, ja, damit du wirklich ins volle Horn blasen kannst. Mir hat es auch Spaß gemacht. Michel, wir werden uns nächste Woche nicht hören. Du bist die nächste Woche unser Kamerakind im Auto, mehr oder weniger. So sieht's aus, genau. Ich werde mal gucken, eventuell mit Alvin Bradaric mit zu moderieren. Und ansonsten hören wir uns dann in 14 Tagen wieder in alter so Frische. Aus. Und dann schauen wir, genau, ob wir den Sascha wieder auf das Mikrofon quälen können. Ja? Jawohl, okay, so sieht das nämlich aus. Ebenso, und tschüss. Tschüss von hier. So, und ich möchte noch daran erinnern, dass wir hier natürlich auch noch diesen verdammten Mittwoch hier am Start haben. Da wird immer jede Woche das Fahrzeug gewechselt. Nächste Strecke ist auch Daytona am 15. Jetzt am Mittwoch. Daytona Road mit dem AWD-Ruf wird da gefahren. Also auch eine Höllenkombination, finde ich persönlich. Und dann haben wir noch den SRD GT1 Cup natürlich hier am Start, das, was wir ja heute ja auch übertragen haben. Nächste Woche ist dann Daytona. Und wir versuchen auf jeden Fall in der nächsten Woche auch wieder einen Stream an den Start zu bekommen. Das ist nochmal das Nächste. Und natürlich möchte ich euch auch nicht den DSDM-Trailer vorenthalten, den werden wir gleich noch zum Abschluss einblenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier bei euch allen, die heute hier mit am Start waren und uns diese Show hier geliefert haben. Glückwunsch nochmal an den Gewinner Alexander Voss. Und dann natürlich auch schönen Dank an die Sponsoren Avia Racing und Ellipse X, die das Ganze hier unterstützt haben und
Damit bin ich dann hier auch durch. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, ob da noch ein paar Informationen sind, die ich vielleicht noch loswerden muss oder sollte. Dann darf ich euch nur noch einen schönen Sonntagabend wünschen und hoffe, ihr bleibt uns treu und bleibt dabei. Wie gesagt, anmelden bei simracing-deutschland.de für DSTM und für die GEC geht es dann jetzt auch demnächst los mit den Anmeldungen. Also schaut hier regelmäßig rein, dann gibt es auch sicherlich in den nächsten Tagen Informationen darüber. Und das war es dann von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend, also bis dann, ciao, ciao.